Hallihallöchen, liebe Busliebhaber da draußen, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Folge OMSI 2. Moin, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge von OMSI 2. Du hast voll falsch nachgeäfft, aber hallo und herzlich willkommen zurück in Wien. Wir fahren die Rücktour und ich fahre einen Mercedes-Benz LE. Ich dachte, das ist meine Folge. Ist mir egal. Ja, hallo. Kann der Philipp uns auch mal begrüßen, bitte? Hallo. Hallo und herzlich willkommen hier. Ich fahre so ein krasses Repaint, ne, von der KBV, vom Karlsburger Verkehrsunternehmen, ne. Jerome ist diesmal mein Fahrgast und sitzt bei mir hinten auf der Rückbank und genießt den Motorsound. Nee, ich sitze bei euch beiden. Nee, du sitzt bei mir drin heute mal, ja? Wir haben ihn gespalten, ich lasse schon mal die Fahrgäste rein. Hä, du saßt doch vorhin bei ihm im Bus. Ich wurde leider, geschnitten. Die eine Hälfte ging bei Olli rein, die andere Hälfte ging bitte? Bei... Warte mal, was fährst du gerade, Olli? Ein Citaro Lö. Ja, dann fahr immer mit mir mit, ich hab einen Stadtbus, ja, der wird eh bald verschrottet, also komm mit mir mit, Jerome. Ja, okay, ja. Ja, okay. Ich mach mal so ein Thumbnail à la Nico-Art. Wir so haben von, von hinten, so, weißt du? Bitte was? Ja, das mach ich eigentlich nie. Doch, du machst das immer. Nein, von hinten doch nicht. Nein, klar. Das mache ich selten. Nur wenn es manchmal von vorne nicht gut aussieht. Oder so, wenn wie lange haben wir noch? 1,7, ne? 1 Minute. Oder wenn ich 2 Routen fahre. Also jedenfalls möchte ich mal ganz kurz anmerken, wir haben originales Repaint von Dr. Richard hier. Originales Wiener Unternehmen. Ja, von innen, keine Ahnung, ob das so hundertprozentig real ist, aber... Storial. Ich denke, das passt schon mehr oder weniger. Von außen passt das auf jeden Fall ganz gut. Leider schildert er gar nicht. So, sind nur ein paar Punkte. Die Matrix ist halt kaputt auf allen Seiten, ne? Kann ja mal passieren. Kann nicht, aber egal. So, machen wir ein bisschen Wärme hier in dem Bus, zack. Und ich muss mal echt mein Fenster aufmachen, sonst sterbe ich hier vor Hitze. Ha! Ey, viel Spaß. Oh, das ist arschkalt, ich mach sofort wieder zu. Hört ihr mich? Ja? Ja, wir hören Haribo dich. Essen, ja, mitten in der Aufnahme bin ich ein frecher Typ. Ich mach mal ein paar mehr Thumbnails. Und noch eins. Und wieder weg, ich will ja nicht zu fett werden, ne? Oh, ich glaube, ich sollte mein Fenster zumachen, wird kalt. Gerade erst geöffnet und wieder zu. Au. Das ist halt arschkalt draußen. Tja, bei uns soll es noch kälter werden. Minus 10 Grad die Woche. Bei uns minus 20 Grad, ne? Nö, hier nicht. Hier war es noch ganz schnucklig warm. So, ich hab 0,3. Und du? 2. So. 0,2 hast du. Ja. Ab damit. Ab dafür. So, ich hab 0,0. Toilette oder was? 0,0. Ja, Toilette. Warte, will noch jemand mit. Hallo? Marcel Davis. Voll so, ich fahr ab. Nein. Ich weiß nicht, aber die Sicht gefällt mir nicht bei dem Bus, bei den MAN-Stadtbus. Wenn man Vollgas gibt, geht die Sicht, dann ist die eigentlich perfekt, aber sonst nicht. So, hier rechts ist der Bus, mit dem wir so eben, also, beziehungsweise die Folge davon, das war natürlich nicht eben, Folge davor gefahren. Sag doch, ist doch scheißegal, lüg doch deine Zuschauer nicht an, ja? Der lügt immer. Wer lügt, der lacht, oder wie sagt man, ne? Keine Ahnung. Kennst du das, wenn ein Lehrer oder so dich anschreit, du musst einfach nur derbe lachen? Nein. Nein? Nein, nein. Natürlich, jeder kennt das. Nein, mich schreien die Lehrer nicht an, ich bin ein Vorbild vom Allerfeinsten. Bist du nicht. Nee, aber eigentlich, geht eigentlich. Nur bei unserer polnischen Lehrerin, das, da musst du aber immer lachen, wenn du was sagst. Polski! Ich hab neulich was falsch gemacht, sie steht vor mir so. Und schreibt mich so an, falsch! Nimmt ihren Stift und streicht mein Zettel einmal so voll krass durch, so krrrk. Und ich sitze da so voll eingeschüchtert. Ja, so geht das halt zu auf so einem Strebergymnasium, ne? Ne, weißt du halt, wenn der Polen ausrastet, dann geht das so zu. So wie bei Philipp. Aber es hatte also halt dann, jeder dann falsch. Dann ist echt 49, ja, dann ist echt Polen offen. Und sie hat halt, das hatte irgendwie fast jeder falsch gemacht. Und dann geht sie durch die Klasse, falsch! Weiter, falsch, Alter. Und wir alle so. Falsch. Falsch. Nein, falsch. Wir hatten schon Angst. Bitte nicht schlagen. Was macht der hier? Bitte spazieren fahren im Kreisverkehr oder was?
und heute mit der KI spazieren fahren im Kreisverkehr. Ich bin 02 zu spät, und du? Was soll denn das? Nicht normal sein? Ja. Ah, Ansagen! I'm hate you. Achso, ich weiß jetzt aus letzter Folge, warum ich immer hinter dir hergehangen habe, beziehungsweise du immer, warum? Ich baue ja so viele Unfälle und dann kommen ja immer diese Meldungen und dann sagst du, es dauert immer Zeit. Und dann war ich, Warte mal. Nach den Geräuschen geguckt und so und war im Menü, also. Welches Baujahr denn? Wer? Du hast gesagt, ich baue ja so viele Unfälle. Oh. Ich glaube, in der Nachbearbeitung mache ich da so ein Badumts. Nein, da musst du einfügen, so schlechte Witze mit Nico, Nico, Nico. Schlechte Witze. Okay, nee, das füge ich jetzt genau jetzt hier ein. Wenn ich es gemacht habe, herzlichen Glückwunsch. Willkommen zurück. Hallo, Michael David. Ich bin Marcel Davis von 1&1. Ich bin Michael David von 1&1. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eigentlich Telekom habe, aber ich arbeite bei 1&1 seit 30 Jahren. Seit 16 Jahren. Und ich stehe für ausgezeichnete Qualität. Hallo? 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 Oh, oh mein Gott, ein Putin! Ach, der will nicht mit, scheiße. Oh. Ja. Tankgasse. Hallo? Das haben wir übrigens vom besten Busmodder der ganzen Welt. Jerome, guckst du Olli gerade eigentlich zu? Nö. Geht doch gar nicht, wir sind doch in deinem Server. Steam-Übertragung vielleicht? Oha. Ich kann ihn auf Skype anrufen, soll ich das machen? Nein. Ich hab hier kein Skype drauf. Du kannst auf Steam einfach Übertragung anfragen, das geht auch. Wie geht das? Er fragt dich einfach an auf Steam. Achso, okay, dann muss ich mal Steam öffnen. Oder du lädst ihn ein zum Zugucken. Ich glaube, das kann ich nicht, ich bin eingeschränkt auf Steam. Du kannst mich auch anfragen, aber du hast mich gar nicht auf Steam, ne? Ich hab dich gerade eine Anfrage geschickt. Mir? Ja. Nee. Doch, hab ich. Schreib mal was. Kann ich nicht, wenn ich dich jetzt nicht angenommen habe. Wenn du mich nicht angenommen hast. Ja, dann fick mir... Nee, schreib mal auf Steam, hallo. Ich wollte gerade sagen, fick mir eine Anfrage. Nein, schick mir eine Anfrage. Jerome, schreib mal bitte hallo mir auf Steam. Geht nicht. Nein, ja. Hä? Geht nicht. Wie geht nicht? Ich kann dir hier gar nichts hinschreiben. Nicht im Video. Ja. Freund hinzufügen steht bei mir. Ja, noch. Du bist auch eine Pfeife, ja, dann füg mich doch hinzu. Hab ich. Du musst mich aber annehmen. Ja, super. Anfrage. Sag doch, dass du die Anfrage. So. Warte. So. Mach's sofort. Erstmal weiter diskutieren. Ich versuch's am zweiten Bildschirm zu machen. Oh. Ich spiel grad mit den Sound. Au. So. Warte, ich bin. Achso, warte mal. Eine Einladung. Jerome, privat. Annehmen. Warum hast du da einen Bart? Weil darum. Sieht sehr ungepflegt aus. Du hast einen zweiten Bildschirm? Wer? Ja, klar. Bin noch kein Opfer. Nico Schlieko? Mhm. Ich auch. Ich hab drei Bildschirme eigentlich. Jetzt kannst du mich anfragen. Wie heißt du? Jerome. Oh, der Jerome. Das sehen jetzt sogar die Leute. Ich hab drei Bildschirme. Einen habe ich gekauft, den anderen habe ich gefunden, den drin habe ich geklaut. Ah ja, hab von dir eine Nachricht. Zum Zuschauen einladen, so bitteschön. Ich habe drei Bildschirme. Einen habe ich geschenkt bekommen, den anderen habe ich gefunden, den dritten habe ich geklaut. Hm? Lässt du gerade den Dings aus dir raus, den. Wie heißt der? Philipp LP? Bei Polo ja, und so. Hahaha! Ja, sehr witzig. Warum heißt der. Der. Wie heißt denn der Laden nochmal? Plus. Kennt ihr den Laden Plus? Den gibt's nicht mehr. Ja, gibt's in Deutschland nicht mehr. Hier heißt der Zielpunkt. Also da war rechts ein Zielpunktgeschäft. Keine Ahnung, ob es den noch gibt, aber. Plus, das ist doch jetzt Netto, oder nicht? Ja. Ja, das ist Netto. Ich schere nix bei mir. Ich mag Netto nicht. Wir sind nicht so nett, ne? Steve? Ich mag gehört Edeka. Netto gehört Edeka. Aber ich mag Edeka. Ich mag Netto auch nicht und mag Edeka. Edeka, rar. Ich bin 02 zu früh, du? Ich bin Maraigasse. Muraigasse. Und du? Jetzt spielen wir Tennis. Wieso, ist hier ein Tennisplatz? Nö. Hol mal Dennis, wir spielen Tennis. Ja, hat er schön. Einen rausgehauen, ja. Du. Guckst du mir jetzt noch zu, Jerome? Geht nicht. Warum nicht? Ich spart. Ja, dann lade mich doch, also dann frag mich doch an. Hab ich.
Nee. Ja, dann frag doch den Schokololli. Nein, zum Zuschauen anfragen. Ja, das meine ich ja. Nein, mich. Du kannst nicht fahren. Denk dran. Ja, und? Ich habe nicht einen Unfall gebaut. Ich habe einen Unfall gebaut. Ich habe gar keinen gebaut und die Leute haben auch noch nicht richtig rumgeheult. Aha, jetzt funktioniert's doch. Was, siehst du schon was? Für mich sind das Bestzeiten heute. Ich habe erst einen Unfall und die Leute haben jetzt 12 Mal gemeckert. Ganz ehrlich, ja, sag mal, wo sind wir denn hier? Hallo. Für Jerome. Achso, ich bin 04 zu Arsch, scheiße, ich kann nicht. Du bist mein Fahrlehrer, ja, Jerome? Ich mache hier auf dem Parkplatz Pause. Du, hast du auch 04 zu Verfrühung? Mhm. 05. Nee, jetzt 02. Und du bist wo? Blumengärten Hirschstetten? Hirschstetten-Ort. Achso. Was? Da müsste eine weiter. Blumengärten. Okay, ich komme. Vielleicht habe ich auch gerade eine Haltestelle übersehen, kann auch sein. Manfred, du Nico, du Strischer, ich komme gleich. Streckengrenze. Umsteigen zur Am Linie besten denkst du erstmal nach, bevor du redest. Und zur Linie 96B in Richtung Ziel. Oh, was geht denn hier ab? Der Bus ist ja gleich vor. Das wird langsam kritisch hier, ja? Oha. Kritisch. Jetzt wird's aber echt kuschelig. Guck dir das an, Jerome. Aber es geht noch. Die Sitzplätze sind wahrscheinlich gleich auch belegt. Nö. Okay, ich geb's zu, ich kann echt nicht fahren. Alle Fahrgäste wollen raus. Hallo Kurti. Hallo Frau. Hallo Frau. Hallo Oma. Ah, du hast den kurz sauer drin oder was? Hallo Mann. Felix. Fred. Manfred? Alpha Fred? Nee, Frau Fred. Oh, ein. Oh, die wollten noch raus. Wie heißt eigentlich die Frau von Herkules? Frau Kules? Ja. Stimmt doch gar nicht. Doch. Bei Roller? Richtig. Steig aus! Ja, Pech jetzt, ist mir egal. Ich halte jetzt nicht, also ich werde die Tür jetzt nicht nochmal öffnen, Alter. Doch, wirst du. Doch, machst du jetzt die Tür auf. Entweder du packst deine Sachen und gehst. Und mach das mal an, mach das mal an, mach das mal an. Warte, ich sag dir, wann. Bevor ich die Tür aufmache, musst du das mal anmachen. Er hat Zeit, ich hab gerade rot. Ich bin hier gerade eine Ding. Sonst sagt mein Internet rot. Nein, Internet da. Ach, nicht, dass das noch Copyright hat und hier unserem Nico die Werbeeinnahmen abgezogen werden. Die hunderte Euro meinst du? Pro Video. Na, dann mach ich's trotzdem an, pass auf. Es geht noch. Es geht noch. Ja. Wenn du mal dazwischen redest, geht's eigentlich. Was ist denn das für ein Video? Was ist das? Von TV Total. Wer, wie was? Kenn ich das? Es ist? Ist es alt? Das an. Genau. Was zur Hölle? Warum lacht ihr? Pass auf, 3 Sekunden darf man doch, ne? Geh mal Sachen machen. Man darf 17 Sekunden laut Zibibo. Wirklich? Ja. 3 Sekunden, das ist ja nichts. Das ist ja weniger als 5. Eine Frage an. Ey, neulich in Omsi! Guck, Jerome! Kannst du gerne rausschneiden aus meinem Video, Olli? Jetzt bin ich im Video, cool. So, ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay, wir wollen es ja nicht ausreizen, ne? Mach doch. Ja, ich wollen wir es auch aus. Ich mach 18 Sekunden drauf. Nein! Wenn du überredest, geht's eigentlich. Ist ja nicht mein Geld. Oh mein Gott, für neulich im Omsi, was ist das denn mit dem Gelenk hier? Ja, hä, wie du siehst es auch. Oh mein Gott. Ah, Jerome hat's ein Foto gemacht. Hat's. Nein, hab ich nicht. Du kannst es gerne rausschneiden aus meinem Video, wenn du mir dafür 10 Euro gibst. Nein.
Kannst schon mal aufhören zu plappern. Neulich im OMSI ist eigentlich ein Format, wo ich nicht plappere. Egal, ich mach das trotzdem hier rein. Hä? Ach, du hattest den gleichen Bug wie ich. Ich hatte den gleichen Bug. Also mein Toll. Von dem KI-Bus, das Gelenk, ne? Ja, das war nicht da. Ja, ne, doch. Bei mir war es da, das war wie ein großes Rad irgendwie. Das war unterm Bus anstatt auf dem Bus. So. Ich schneide einfach beide zusammen. Mach Fotos und poste die ab. Ich mach dann von SpongeBob inzwischen. Mach Action und dann so Olli, Olli. Und dann mach ich das, pass auf. Olli, 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 Olli. Oh Gott. Warte, ich suche auch was. Gib mir kurz eine Minute. Einmal like Olli. Zeig mal Live-Bild. Aha, ja, jetzt. Hab zwei Autos gerammt. Ups. Wow. Alter, du und Fahren sind echt zwei Welten, ne? Ich glaube, ich bin eine Frau. Hallo, ich bin der Olli. Bist du Olli? Leute, jetzt geht's ab, pass auf. Das ist echt die gestörteste Folge, die wir jemals zusammen. Also. Die auf deinem Tag. Hallo! Das sind die Öler Palömerböls aus den Osten. Hi! Hab ich nicht irgendwo noch hier einen Böhmermann geladen? Wohl noch eine. Kann sein. Aber doch nur, weil ich ein paar Unfälle gebaut habe. Sag mal, wie viele Unfälle hast du jetzt in der Folge schon gebaut? Wahrscheinlich mehr als ich in den letzten 10 Aufnahmen. Kann mal jemand zählen und das in die Kommentare schreiben? Mach doch einen Counter. Nee, da muss ich schneiden. Ja, ich schneide doch sowieso immer. Ja. Ich mach den Counter einfach mit meiner eigenen Stimme. Ich brauch gar nicht schneiden, ich baue ja keine Unfälle, das heißt, ich hab keinen Counter. Du schneidest ja sowieso nie. Nee, brauche ich ja nicht, sag ja. Meine Folgen sind ja sowieso qualitativ sehr hochwertig, sodass ich nicht schneiden brauch. Dazu hab ich nur Folgendes zu sagen. Erstmal wieder ein bisschen hier Oh, zwei Omis kommen bei mir nicht mehr rein, der Bus ist voll. Okay, pass auf. Doch, abonniert da ist noch alle Omsi, Olli. Omsi, Olli. Ey, Jerome, der Bus ist voll. Alter. Ich mach mal eine Werbung für mich. Ich hätte doch den langen Bus gebraucht. Mit Witz und Herz. Kommt und fahrt nach... Ich sitze neben und sit. Ey, aber stinkt. Jerome, ich wollte ja ursprünglich den langen Bus fahren, ja, ne? Ich glaube, der hätte sich gelohnt, weil zwei Omis musste ich schon stehen lassen. Ja. Scheiße, ich hatte keine Paint. Wir drei müssen mal viel aufnehmen, weil wir kommen ja alle ganz gut ja klar, ne? Nee. Komm mal klar in dein Leben, Alter. Wenn wir jetzt Olli weglassen, dann würden wir gut klarkommen, das stimmt, ja. Also Olli, geh weg. Aber das ist echt so ein Störfaktor, ja? Ja, was halt? Der Olivia. Ich schneid das gleich raus, du machst mich schlecht hier. Ja, das ist richtig, ja. Olivia Jones. La Paloma Blanco. Groovy. Funky. Groovy. Funky. Groovy. Funky. La Paloma. Das. Weißt du was? Ich mach. Weißt du, mir fällt gerade schon ein. Ich brauchte das gar nicht machen mit dem zu lange GEMA-Dings mal. Dein Video ist jetzt schon nicht werbefreundlich. Mit Warum? Halt's Maul. Man und darf so. Doch 100 verschiedenen. Hä? Außerdem ist das über ein Handy abgespielt. Man darf theoretisch 100 verschiedene Lieder aller 17 Sekunden abspielen. Die kannst du ja bei iTunes genauso abspielen. Oder sonst wo. Noch ein Putin und Jan Böhmermann und beide mit meiner Stimme. Ein Putin, ein Putin. Ah ne, das Lied ging anders, ne? Was, nein? Willkommen zurück zu Wer wird Unfallmillionär? Das ist Olli ganz vorne dabei, würde ich mal sagen. Olli Schmolli, sag ich immer. Olli ist wieder bekloppt. Komm, wir packen Gas, Jung. Danke. Olli ist wieder bekloppt oder immer noch? Oh, ich hab schon wieder was gerammt. Nein! Immer noch. Alter, wie fährst du denn, Junge?
So habe ich damals zu meinen. Mein Handy. In meinen alten Zeiten, in den 40ern oder so, so bin ich da gefahren, aber. So fährst du immer noch? Nee. Sag mal, Jerome, was machst du eigentlich? Schaut sich ihre Übertragung an, schaut sich ihre Übertragung an, schaut sich ihre Übertragung an. Ich hab schon wieder was gerammt. Mal keinen Bock, Mann. Jetzt steht, jetzt bei mir sieht. Ich hab schon wieder was gerammt. Und ich bin wieder kaputt. Du bist schon immer kaputt gewesen. Ich wollte doch gerade nur ein neues Thumbnail machen. Ey, Olli. Olli? Mhm. Klauen deine Eltern eigentlich? Ja. Du siehst auch so mitgenommen aus. Oh, ich bin gar nicht weitergeschalten. Sie haben mich von deinen Eltern gestohlen. Mainz! Oh, das Mainz? Schwebt in der nein, Luft. Wien, nicht Mainz. Wir sind ganz weit weg von Deutschland hier. Redest du, wir wohnen in Hamburg. Nein, aber wir sind gerade in Wien und das ist weit weg von Holstein. Holstein. Von Deutschland, nicht von Holstein. Ja, von Holstein auch. Deutschland. Ja, du wohnst ja fast in Schleswig-Holstein. Warum, wo wohnst du eigentlich? Siegen. Wohnen im Siegerland, NRW. In Nordrhein-Westfalen. Im West. Alter! Unfall vermieden. Arschloch trotzdem. Jerome, hast du das gesehen? Dieser schwänzige Golffahrer, ja? Aber noch kein Unfall gebaut. Ich bin ganz stolz auf mich. Das schneide ich jetzt mal hier rein, damit jeder weiß, worüber wir lachen. Olli, hast du das gesehen? Jerome, hast du das gesehen? Ja, hab ich. Das ist ein Arschloch, oder? Wow. So, meine Damen und Herren, Sie dürfen aussteigen. Sie haben nun diese Erlaubnis bekommen von dem Herr Busfahrern-Typen. Der Busführer. Herr Busführer? Hey, darüber macht man keine Witze, das Spaß. Disabo und D-Like. Entschuldigung, Disabo. Und D-Like. DNR heißt der. Entschuldigung, aber. Der zieht doch aus dem UFO jetzt aus, oder nicht? War das nicht so? Ja. Jetzt ist er auf Mars. Ja. Vom Mond zum Mars, weißt du? Ey, hier gibt's verschiedene Ersatzverkehr? Achso, ich bin da. Ich kann. Was? Warum kann ich Schienenersatzverkehr schildern, aber den anderen Scheiß nicht? Das ist auch logisch. Wow. Ne? Ich bin da. Wer noch? Bitte ich. Wir sind auch. Bin ich da? Ich manche Sachen noch schildern kann. Auch da. Fettsack. Bist du mitgefahren? Ich bin fett. Bist du mitgefahren? Ich hab ja geguckt. Achso, warum bist du nicht mitgefahren? Hättest du auf deinen Let's Play-Kanal hochladen können. Nö. Ah, Let's Play-Kanal, Let's Schmäh-Kanal, sag ich immer. Ja, Olli Schlott. Ich hab da was in, in der Zukunft was vor. Cool, so wird's aus, wenn in Hamburg ein Schienenersatzverkehr von Dr. Richard fahren würde. Bist du angekommen? Mhm. Bist du angekommen? Oh, jetzt geht auch mal mein Internet. Ah. Bist du angekommen? Oh, hab jetzt gut zugeguckt. Bist du angekommen? Wer? Deine Mutter? Ja, Nico Schlico. Natürlich, ich wollte nur nicht antworten. Okay. Dann kann ich abmoderieren. Halt, stopp! Ich muss noch gucken, was ich parken kann hier. Jetzt reicht es. Ist hier ein Betriebsbahnhof? Nein, jetzt red ich. Gibt's es hier im Bahnhof? Eins muss man dem LE echt lassen. Du kannst damit super Thumbnails machen. Thumbnails? Halt, stopp! Gibt es hier einen Bahnhof? Wo? Einen Bauern, ja, einen Park, einen Betriebshof? Ja, aber kein Betriebshof. In der Nähe von. Wir sind aber 2006er Version, ja? Achso, dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du bist doch auch in der 2006er Version, du Holzkopf, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich kenn mich hier Alter, nicht. Alter, bist du blöd, ey! Dich würde ich auch gerne mal schlagen. Ein Schlagstock. Hä? Was ist das für ein geiler Schlag? Halt, stopp! Du kennst dich nicht mal in Hamburg aus, Alter. Julian, Tatjana, weiß ich nicht. Tatjana. Wer ist denn Tatjana? Keine Ahnung. Tine Hitler. Da ist eine Busspur. Ein Busch um sie. Du meinst Tine Hitler, Einsatz im 4 Zentner? Tine Hitler. Einsatz im 4 Zentner darfst du nicht vergessen. Oh Gott. Hey, das passt doch, oder? Ich finde, das passt. Bei Olli wird das wahrscheinlich Einsatz im 15er heißen. Wobei, so fett bist du wahrscheinlich gar nicht. Du siehst gar nicht so fett aus, muss ich sagen. Bin ich auch nicht. Bist du? Hab ich's gewusst? Ich bin Model. Ein Model und ich sehe... Ich schneide jetzt dieses Lied rein.
Ich bin ein Model und ich sehe gut schlecht aus. Ja, war's das dann jetzt oder so? Ich weiß auch nicht. Du musst noch umwenden. Es ist alles nur geklaut. Eyo. Ja, das musst du auch noch danach einschneiden, aber 5 Minuten lang. Damit das Video gesperrt wird. Das mag André doch so gern, das Lied. André auch? Ne, das mag Philipp LP, weil der Pole ist. Oh, wieder hier. Wieder hier. Wie sagt man das? Ich hab Kontakt. Pass auf. Ey, wenn du zu doll gegen hättest, dann passiert dasselbe wie Fred BB. Nein, ich hoffe, es verstehen, also so Spaß ist, ja. Nein, aber Philipp LP ist jetzt aber nicht so wie der Hamburg Let's Play, muss man ja sagen. Philipp LP ist geil. Daumen eigentlich hoch. Ja. Im tiefsten Inneren haben wir ihn alle ganz, ganz doll lieb. Es ist alles nur geklaut. Er ist eigentlich einer der, sag ich mal, die, ne, und so, weißt du? Der schon lange in, um die Zähne. Ne, das wollte ich eigentlich tatsächlich sogar sagen. Du verstehst mich, mein Lieber. Ja. Ah, ja? Gut. Wir können Gedanken austauschen. Jawohl. Deswegen lasse ich noch die Aufnahme laufen, damit du Werbung für andere... Ah, das ist unglaublich. Für andere Let's Play. Abonniert bitte alle mal Philipp LP. Nein, ich tue das nicht. Warum? Oder mach das, was mir auch wenn wurscht. Du zu viel shootest gegen Philipp LP, passiert dir sowas wie gegen Hamburg Let's Player. Vergiss es nicht. Abonniert alle Philipp LP. Du bist gemein. Ja. Egal, ich lasse jetzt die Aufnahme enden. Also meine Damen und Herren, ich möchte einmal ganz kurz sagen, abonniert von mir aus alle Philipp LP, 4-mal auch. Mich sowieso, weil ich ja der tollste Typ in der Welt. Von mir einen Daumen auf. Für Gamer Spiel TV natürlich. Abonniert auch den Olli. Aber Olli, wie viel zahlst du den Leuten, wenn die dich abonnieren? 12 Cent. Also dann würde ich es lieber lassen. 12 Cent. Von mir kriegt ihr eine Waschmaschine, die nicht funktioniert. 12 Centner Mehl. Ja, richtig, okay, dann vielleicht schon eher. Das könnte man gut backen mit, und das, so ein paar Brote. Ja. Hast du einen Kanal, Jerome? Ja, hab ich. Wenn ich es nicht vergesse, abo-linke ich ihn, aber ich würde sowieso vergessen, darum. Wie heißt der? Jerome Lippe. Also LP. Ah. Warte mal. Aber Jerome. Der mit dem blauen Bus, ja. Jerome LP. So, warte, wollen wir doch mal gucken. Wie viele Abonnenten hast du denn? 2. 23. Ja, und auf mein Hauptkanal, also 24. Jerome. Was? Wie ist dein Hauptkanal? Habe ich 65. Der Jerome Privatbus Modder. Merkt ihr das hier am den heißen Brei labert? Abonniert mich, abonniert Philipp Peppi, abonniert Jerome. Und dann sind wir beide auch raus. Haltet auf jeden Fall die Ohren steif. Und da ist er ja. Jetzt hat er 65 Abonnenten. Da ist der Jerome private Busmodder da. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei. Abonniert Nico. Warte mal. Warum steht da, warum stehe ich nicht bei dir in der Beschreibung hier? Was ist das denn für eine Sache hier? Ja, aber zack. Bei angesagte YouTuber bitte und bei gestört, aber. Ne, muss halt schreiben, bester Abonnent, Abo-Dings oder so, bester YouTuber oder sowas irgendwie. Olli, halt doch mal die Fresse, ja? Es ist ein ernsthaftes Kundengespräch hier und du fängst hier so an, ja? Genau, ja. Meine Meinung zu Fred BB und seinen Lügengeschichten, der Jerome Privat Busmodder. Wollen wir uns das Video doch mal angucken? Ich glaube, das hört hier bald als, könnt ihr mal leise sein, ich guck mir gerade das Video an. Willst du mich verarschen, wir sind in der Aufnahme? Egal, Freund in der Sonne, halt. Du bist ein bisschen leise, Jerome. Du musst ein bisschen mal arbeiten. Okay, tschüss und bis zum nächsten Mal. So. Will ich noch jemand tschüss sagen? Guck mal. Okay, meine Damen und Herren, wir merken uns. Hier will keiner tschüss sagen. Also sag ich euch tschüss und tschüss.